Hallo, heute ist ein ganz besonderer Tag. Es hat jetzt ungefähr 5 Jahre gedauert, bis ich an diesem Punkt war und bin besonders stolz, euch die Intent Trinity vorzustellen. Wir sind jetzt soweit, die Bremse ist ausgetüftelt, sie ist produziert, sie ist verfügbar auf Lager und diese Bremse möchte ich euch heute vorstellen. Wir haben eine Downhill-Bremse gebaut oder eine abfahrtsorientierte Bremse mit einem leichten Hebel und einem schweren Sattel. Wir haben eine Gesamtübersetzung von 46:1. Das ist nicht die allerstärkste Bremse, aber stärker als die meisten anderen Bremsen. Und was es damit auf sich hat, möchte ich jetzt einfach frei von der Leber weg erzählen. Ich fange mal mit dem Hebel an. Man sieht hier schon, der baumelt hier so rum. Das gehört so und soll so sein und ist auch ganz positiv, weil der Drall der Leitung dann frei ist und der hat nicht einen schlechten Schlenker drin. Das kann sich frei drehen. Und das ist das Feature des Painless Fittings. Das werde ich dann gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Wir haben quasi insgesamt die Painless Technology, wir haben den Painless Bleed, wir haben den Painless Piston und wir haben den Painless Fitting. 3 Features, 3 Sachen, die wirklich einfach bombastisch gut funktionieren und sehr einfach sind, würde ich euch dann Stück für Stück erzählen. Beim Hebel ist es so, es ist hier eine einteilige Schelle. Die ist nicht abnehmbar, wie man es erwarten würde. Sie ist einteilig, weil das einfach schöner ist, einfacher ist, leichter ist. Und wer sich jetzt fragt, wie man das denn demontieren kann, so, man nimmt den Griff runter, habe ich natürlich vorbereitet, man öffnet die Klemmschraube und kann den Hebel einfach zur Seite wegziehen. Das war's und montieren einfach so. Und den Griff wieder drauf und alles funktioniert. So ist es mit der einteiligen Schelle. An der Schelle wird angebunden ein Interface oder eine Schalthebelaufnahme, mit dem wir verwenden die Arvid Matchmaker Schellen. Das heißt, wir nutzen diesen Standard, den Arvid für die Schellen hat. Das heißt, auch alle Shimano Interfaces gibt es von verschiedenen Drittanbietern. Da könnt ihr euch einfach bedienen. Wir werden sicher später mal eigene Schellen machen, aber jetzt für den Anfang würden wir einfach die von SRAM nehmen. Die kann man entweder bei euch aus der Bastelkiste oder wir haben die auch mitgeliefert. Also wir können die auch gegen einen geringen Aufpreis mitliefern. Hier ist zu beachten, der linksauslegende gehört rechts montiert und der rechtsauslegende gehört links montiert. Sonst, ihr werdet sehen, wenn es montiert, dass das andersrum nicht passt. Die einzige Sache, die da angepasst werden muss, ist dieses Einlegeblättchen. Die muss bei uns ein bisschen abgekürzt werden. Das ist die originale hier und die andere ist auf 8 mm abgeschliffen. Das könnt ihr entweder selber machen mit einer Feile oder Dremel oder ähnlichem. Oder ihr könnt auch das Kit bei uns eben mit geschliffenem Teil beziehen. Wichtiger ist auch natürlich, das Teil bitte vor der Montage einlegen. Das wird einfach hier in die Bremse so eingelegt. Und dann bitte auf den Lenker. Wenn man es vergisst, muss man das nochmal demontieren und dann nochmal einlegen. Genau, also am Anfang einfach bitte mit einlegen. Der Hebel ist kugelgelagert, 4-fach, an jeder Stelle, also an der Pleuelstange und auch an dem Hauptdrehpunkt. Man sieht die am Hauptdrehpunkt von außen nicht, sind aber trotzdem drin. Das heißt, das Ganze ist spielfrei, reibungsfrei und knarzt nicht. Der Hebel an sich ist hart eloxiert, dass einfach keine Abriebspuren sichtbar sind nach einiger Zeit. Das heißt, es kann nicht abreiben. Es sind so Fräsrillen drin, die hier so ein bisschen für Grip sorgen. Da ist das mit der Fräse abgezeilt. Der ist ja ergonomisch und liegt gut in der Hand und ist auch in der Hebelweite für große Hände und kleine Hände gut einstellbar. Das ist der Auslieferungszustand für die Vorderbremse. Das heißt, der Bleed Puck, quasi unser Bleed und unser Helferlein, ist schon eingebaut. Dann könnt ihr als allererstes mal die Bremse auspacken und schön in den Druckpunkt gehen. Der Druckpunkt ist definiert, leicht elastisch, wie er sein soll. Der Leerweg ist einfach ideal, sage ich jetzt einmal. Der ist so kurz wie möglich für die Übersetzung. Und warum ist der so kurz wie möglich? Weil wir diese neuartige Kolbentechnologie haben. Wir sind nicht die allerersten, die das so machen, deswegen, ich habe das nicht erfunden oder ähnliches, aber wir machen es. Und es ist eine geniale Technologie. Ich möchte das ganz kurz zeichnen, weil das ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Wir haben unseren Kolbenraum
die Kolbenbohrung. Und wir haben hier die Verbindung zum Austestbehälter. Und unser Kolben ist nicht so, dass die Dichtung beim Drücken über diese Bohrung drüber geht, sondern diese Dichtung sitzt hier vorne und die zweite Dichtung sitzt hier hinten. Und dann ist der Kolben so. Ich male jetzt mal nur die eine Hälfte. Und hier habe ich eine Vertiefung. Und da ist eine Bohrung drin, eine ganz kleine Bohrung. Und diese Bohrung ist wiederum nach außen verbunden. Und hier sitzt ein kleiner Axial-O-Ring. Einmal, also das ist die Schnittfläche, das ist der O-Ring. Und der O-Ring sitzt auf einem kleinen Teil. Das zeige ich gleich noch in der Kamera. Und wenn ich jetzt den Kolben von außen drücke, dann schließt sich dieses kleine Gap zwischen dem Dichtring und dem Kolben und ich baue Druck auf. Das sind hier ungefähr 0,2 mm. Das ist der geringstmögliche Totweg, den es gibt. Das heißt, wir verlieren keinen unnötigen Leerweg durch einen Totweg. Das kann nicht kaputt werden. Es macht auf und zu, auf und zu, auf und zu. Und funktioniert wunderbar. Ich zeige euch das kurz am Bauteil hier. Das ist der Geberkolben, der wird hier gedrückt und hier drinnen sitzt dieser kleine Axial-O-Ring. Und wenn ich das Ganze drücke, dichtet es und baut Druck auf. Und ab dann ist quasi der Leerweg definiert vom Lüftspiel, am Bremssattel und dem Übersetzungsverhältnis. Und wir haben das eben so kurz, wie es nur irgendwie geht, gemacht. Und das ist unser Painless-Piston. Der funktioniert auch im Kühlschrank, also nach dem Gefrierschrank, minus 18 Grad eine Nacht lang, perfekt, ohne jegliche Probleme. Jo, das war der Bremshebel. Dann gehen wir weiter zum Bremssattel. Das ist dieses Teil hier. Der eigentliche Clou an der Geschichte ist, das ist ein zweiteiliger Sattel mit Verschraubung, das erkläre ich gleich noch. Der eigentliche Clou an der Geschichte ist, wir haben hier zwei 17er Kolben. Und also das sind quasi so die größten Kolben, die man ohne Einschränkung in der Kompatibilität zu Bremsadaptern oder Federgabeln und Rahmen hat. Und ohne, dass wir Bauraumprobleme haben. Und wir haben das auch noch ein bisschen verkürzt, indem wir diese, das sind die zwei Kolben mit den Dichtungen, die normalerweise einen kleinen Abstand haben, einfach die Wandstärke zwischen den Dichtungen. Und ich habe jetzt einfach diese Kolben ein bisschen seitlich versetzt und kann sie dadurch näher zusammenbringen. Das sind so 2 bis 2,5 mm, die wir da einfach an Tiefe sparen. Und das macht den Sattel so ein bisschen kompakter, rein optisch. Und durch diesen Versatz, ich baue das mal ganz kurz in den Bremssattel ein. Durch diesen Versatz habe ich hier am Sattel so eine leichte Stufe drin, so eine Vertiefung. Und diese Vertiefung kann ich entweder auffüllen durch diese Ringlein, die einfach als Distanzstück dienen. Und das ist bei uns dann die quasi Basisvariante, die Enduro-Variante. Also die etwas leichtere Version, ganz normal, wie jeder andere Bremssattel auch. Und ich kann die natürlich aber auch demontieren, beziehungsweise ich kann das als Downhill-Modell bei uns kaufen mit den sogenannten Refrigerators. Die Refrigerators sind Kühlrippen, die nicht Teil des Bremsbelags sind, sondern Teil des Bremssattels. Das heißt, ich muss sie bei Belagverschleiß nicht wegschmeißen, sondern die bleiben. Es sind schön gefräste Teile, sind sandgestrahlt, um die Oberfläche noch zu vergrößern und hart eduxiert, um es mit dem Fingerhebel oben optisch passend zu machen. Und die werden hier eingelegt in diese Vertiefung, die sich durch die Kolben ergibt. Und so sieht das dann eingebaut aus. Das heißt, die sitzen genau an dem Bremssattel, am Bremsbelag innen, da wo die Hitze entsteht. Und die sitzen auch vorne. Und das hat einfach den Grund, dass die Bremsscheibe, die in den Belag reingeht, die wandert ja, geht am Anfang in den Belag rein. Dort kann die Hitze noch gar nicht so groß sein, weil sie die Reibung erst anfängt und geht dann, überstreift den Bremsbelag. Und die Hitze ist am Austritt der Scheibe am allerheißesten. Und genau in dieser Hälfte, wo der Belag heißer ist, sitzt dieser Refrigerator. Schwieriger Name, aber deswegen kann man sich das auch einfach merken. Das heißt, das hat dann Sinn, dass der genau vorne sitzt und kann so die Wärme und die Hitze ideal aufnehmen und über diese Kühlrippen abgeben. So viel zu diesen Refrigerators. Alle Preise etc. und Darstellungen könnt ihr einfach gerne auf der Homepage nachschauen. Beim Bremssattel ist es jetzt so, das ist ein zweiteiliges System und wir verbinden diesen
Bremssattelhälften einerseits mit diesen Stiften, das sind quasi genau tolerierte Stifte aus dem Metallbedarf, aus Edelstahl, die in genau tolerierte Bohrungen passen, das heißt, es wackelt hier nichts, geht aber saugend rein. Und diese zwei Stifte verbinden den Bremssattel fest miteinander. Das heißt, es ist jetzt schon eine Grundsteifigkeit vorhanden und das Ganze wird jetzt mit diesen Titanschrauben verbunden. Titan, weil es sehr geil ist und ich muss noch dazu fügen, es sind schwarze Titanschrauben, das heißt, es ist sehr, sehr geil. Und wenn man das alles montiert, hat man einfach einen schönen, eloxierten Bremssattel mit schwarzen Titanschrauben. Das ist die Konstruktion des Bremssattels. Was es noch zu erzählen gibt, ist der Entlüftungskanal. Wir haben oben ja schon gesehen, dass dieses Öl im Bremshebel, wenn ich quasi in der Leitung reinkomme, es geht da in die kleine Bohrung, in diese seitlichen Bohrungen, in den Auslassbehälter. Das heißt, es gibt keinen Sekundärraum, es gibt keinen Totraum im Hebel, sondern das ist ein durchgespültes System. Und beim Bremssattel ist es exakt das Gleiche. Normalerweise ist es so, dass die Entlüftung hier reingeht und bei der Leitung oben rausgeht. Das heißt, die zwei Kolbenräume sind tot und werden nicht aktiv durchspült. Das ist dann teilweise relativ schwierig, diese Luft dort rauszubekommen. Man muss ziehen, drücken, Kolben raus, Kolben rein und so weiter und so fort. Bei uns ist es ein bisschen anders. Da ist hier, geht es in diesen ersten Kolben rein. Von dem ersten Kolben zum zweiten Kolben, vom zweiten Kolben hoch über das Joch in den dritten Kolben, von dem in den vierten Kolben und von dem vierten Kolben in die Leitung. Das heißt, wenn ich da Öl durchdrücke, wird das einmal komplett durchspült und auch der Hebel wird einmal in sich komplett durchspült und kommt dann oben bei der Entlüftungsschraube hier wieder raus. So ist die Entlüftung. Die ist sehr, sehr einfach und die zeige ich euch gleich. Bevor wir zum Entlüftungsteil kommen, würde ich euch noch kurz ein Geheimnis anvertrauen oder eine schöne Sache, die irgendwie einfach witzig ist, ein bisschen Open Source Technology, und zwar das Öl in der Bremse. Welches Öl haben wir? Und einige von euch, die im Internet aktiv sind, kennen dieses Öl vielleicht und ich habe mir natürlich gedacht, naja, was kann ich Besseres machen, als genau diesen Geheimtipp an Öl zu verwenden, und das ist das Putuline 2,5. Viele kennen das von Shimano-Umbauten, damit kann man das Druckpunktwandern bei Shimano-Bremsen oft wohl anscheinend, ist jetzt nicht meine Erfahrung, aber kann man oft nachlesen, kann man das Druckpunktwandern verhindern und genau dieses Öl ist bei uns in der Bremse drin. Und nicht nur in der Bremse drin, sondern auch dabei in diesem kleinen Fläschlein, das heißt, es ist mit dem Lieferumfang enthalten. Es ist eigentlich generell alles im Lieferumfang enthalten. Es sind die Beläge dabei, es ist die Bremse vorne, hinten dabei, diese Matchmaker-Dinger sind optional, aber kann man auch mit dazu bekommen. Es ist ein 10er Torx mit dabei, mit dem man die fast komplette Bremse bedienen kann. Es sind die Spritzen dabei für die Entlüftung. Das heißt, ihr könnt es euch einfach einkaufen und los geht's, euch keine Gedanken machen. Und ja, jetzt wird man in den zweiten Teil zur Entlüftung übergehen. Für die Entlüftung der Bremse brauchen wir ein paar Dinge, die sind auch alle dabei. Wir brauchen die zwei Spritzen, wir brauchen das Öl, wir brauchen einen 10er Torx. Ich nehme jetzt in der Werkstatt zur Einfachheit halber diesen etwas größeren, dann kann ich besser schrauben. Wir brauchen den Blitpuck, den bitte einbauen, der definiert im Endeffekt das Ölvolumen, der ist 9,5 mm breit. Der ist auch dabei, insofern einfach bitte verwenden beim Entlüften. Und dann kann ich eine Spitze nehmen und die bitte diesen Pinöppel rausziehen, den brauchen wir nicht. Und oben an der Entlüftungsschraube, das machen wir hier auf, diese Spritze anschließen. So. Was wir davor natürlich noch machen müssen, ist die Leitung anschließen. Und wir haben hier unsere Leitungsende. Wir kürzen das einfach auf das Maß, das wir brauchen. Also das heißt, wir verlegen die Leitung im Rahmen. Die Bremse kommt trocken ausgeliefert. Aufgrund dieser einfachen Entlüftung, die bei uns Painless Bleed heißt, können wir uns das leisten, die Bremse trocken auszuliefern. Das heißt, der Kunde hat keine Sauerei beim Zerlegen der Bremse, wenn er es innen verlegen muss, sondern kann einfach die Bremse trocken ohne Tropfen durch den Rahmen verlegen. Wenn die Leitung durch den Rahmen verlegt ist, muss man es meistens so ein bisschen kürzen. Dafür kann man einfach so einen Schneider nehmen. Da kein Öl drin ist, ist auch keine Sauerei.
Dann nehme ich diesen Fitting, den da, diesen Painless Fitting und stecke den hier so ein bisschen rein. Klemme die Leitung einfach mit der Hand am Lenker und klopfe den Fitting hier rein. Okay. Genau. Einfach, wenn er ganz drin ist, ist alles gut. Das funktioniert folgendermaßen. Man hat hier, also wie man sieht, hat dieser Fitting nicht mehr Durchmesser als die Leitung. Das heißt, ich kann diesen Fitting in der Leitung lassen, wenn ich die Leitung aus dem Rahmen oder in einen neuen Rahmen reinverlegen will. Es hat einfach den Vorteil, dass man das einfach weiterverwenden kann. Man kann es auch schließen vorne. Das heißt, wenn ich jetzt das trenne von dem System, gibt es diese kleine Schraube, die ist dabei, die ist im Lieferumfang enthalten. Die kann ich hier vorne einschrauben. Und somit kann ich, wenn ich die Bremse beim Rad ausbaue, kann ich das dort reinlegen, dann kommt kein Schmutz rein und auch kein Öl raus. Und für den Betrieb muss man die natürlich entfernen. Dann sieht man hier zwei O-Ringe, die dichten das System ab. Zwei deshalb, einfach um, einer reicht, aber der zweite ist zur Sicherheit, der stört auch nicht. Und diese Schraube hier, nicht diese, diese, ist in dieser Nut verankert. Wenn alles montiert ist, wird die reingeschraubt und steckt in diese Nut. Und dann kann das hier nicht raus. Die Leitung ist bombenfest verankert mit dieser Schraube. Bitte darauf achten, diese Schraube nicht bei dem Dichtungssitz reinzuschrauben, sondern diese Leitung muss ganz nach innen gedrückt werden. Man spürt auch ganz deutlich, wenn das drinnen ist, dann geht es einfach irgendwann immer weiter. Dann nehme ich die Schraube und schraube die rein, mache die gut handfest fest. Die ganzen Drehmomente bitte auf dem mitgelieferten Sheet beachten. Das sind alle Drehmomente für alle Schrauben angegeben. Ich sage jetzt gerade meine Beschreibung dazu, bei der bitte einfach leicht handfest anziehen. Und dann haben wir hier den Trichter. Und hier unten ist die eine Schraube. Dies ist einfach nur Abdeckschraube, die auch bitte entfernen. So, dann öffne ich diese Weithalsflasche. Und befülle die mit Öl. Einmal komplett voll bitte. Kann ich das ein bisschen sauber machen. Und montiere und drücke die hier in diese Öffnung. So. Dann kann ich diesen Bleedlock öffnen. So 360 Grad. Nicht mehr, nicht weniger. Weniger ist in Ordnung. Man sollte nicht mehr als zwei Umdrehungen machen, aber genau eine Umdrehung ist perfekt. Die Bremse ist jetzt trocken. Das heißt, ihr werdet jetzt sehen, wie einfach das geht. Deswegen Painless Bleed. Wir brauchen ein, zwei Durchgänge und dann sind wir fertig. Unten die Spitze voll. Wir drücken die Spritze einmal durch. Dann kommt das Öl. Dann kurz natürlich aufhören, kurz vorm Ende. Und jetzt ziehe ich nochmal an der Spritze. Dadurch entsteht der Unterdruck. Und alles an Luft kommt raus. Dann muss ich natürlich jetzt aufhören, bevor die obere Spitze leer wird. Dann schließe ich den Bleedlock. Auch wieder leicht handfest. Und wenn jetzt der Vorführteufel nicht zugeschlagen hat, haben wir jetzt einen Druckpunkt. Da ist er. Da muss man die Kolben noch ein bisschen rausdrücken und heranpumpen. Und jetzt habe ich einen Druckpunkt. Das heißt, einmal durch, einmal zurück und der Druckpunkt ist da. Bremse ist befüllt und entlüftet. Genau. Streng genommen war es das jetzt. Wir machen aber zur Sicherheit nochmal einen Durchgang. Das heißt, wir öffnen einfach unten nochmal und drücken nochmal das Öl durch. Es kann sich durch den Druckpunkt einfach noch leichte an den Dichtungen, wenn die immer richtig gequetscht werden, kann sich das leicht noch ein, zwei Tropfen lösen. Aber man sieht auch jetzt schon, wie hier nichts mehr rauskommt. Und wenn ich jetzt ziehe, wird man wahrscheinlich noch ein bisschen was sehen. Das ist einfach auch beim Unterdruck so, dass jedes Mini-Bläschen, naja, kommt noch ein bisschen was. So, dann ist jetzt fertig. Bitte nicht mehr, als dass oben dieser Trichter nicht leer wird. Dann schließe ich den Bleedlock.
Druckpunkt ist perfekt, das Glas klar. Es braucht dann immer ein bisschen, bis diese Kolben sich richtig rausdrücken, dass der Leerweg sich final einstellt. Da sind wir jetzt an dem Punkt. Leerweg ist perfekt, der Druckpunkt ist perfekt, die Entlüftung ist jetzt fertig. Einfacher wird es nicht, einfach einmal durch, zurück, das Ganze einfach im Druckpunkt prüfen und nochmal wiederholen und alles ist fix fertig. Dann kann ich jetzt unten die Spritze abziehen. Ich habe diesen Bleedlock geschlossen, ziehe jetzt an der Spritze und mache hier einen leichten Unterdruck. Und während ich den Unterdruck habe, ziehe ich das ab und somit ist hier kein, ich korrigiere, ein Mini-Tropfen, das war's. Das heißt, man kann das auch, wenn man will, mit eingebauten Belägen machen, keine Sauerei, alles trocken. Trotzdem empfehle ich natürlich, die Beläge zu entfernen. Dann kommt die Abdeckschraube rein, auch wieder leicht handfest festziehen. Da ist noch ein Tröpfchen, das kommt weg. Jetzt haben wir noch diese Spritze oben und da gibt es einen Lifehack quasi. Habe ich lange überlegt, wie man das machen kann, ohne ein zusätzliches Bauteil zu benötigen. Und was wirklich jeder von euch daheim hat, ist ein 2,5er Imbusschlüssel. Und diesen 2,5er Imbusschlüssel nehme ich einfach und stecke den da rein. Und dann kann ich die Spritze abziehen und den Rest des Öls einfach in das Fläschchen geben. Ich daher. Jetzt brauchen wir diese Schraube M3x8 und da ergibt sich ein leichter Gupf. Dann schraube ich das da rein, gut handfest anziehen und da ist auch wieder ein kleiner Tropfen, den mache ich sauber. Das war's. Die Bremse ist entlüftet und fertig. Ich habe den Druckpunkt. Man kann hier einfach noch ein bisschen testen, wie man will, aber es ist alles perfekt entlüftet und funktioniert. Dann wird jetzt quasi zur fixfertigen Montage den Bleedpunkt bitte entfernen. Der hat eine bestimmte Breite und jetzt müssen wir die Kolben ein bisschen zurückdrücken. Das ist Öl, also der bestimmte Ölvolumen in dem System. Das ist so ausgelegt, dass wenn der Belag komplett verschlissen ist, wie der hier, dann merkt man genau ab dann, dass der Leerweg ein Ticken länger wird oder halt anfängt länger zu werden. Das heißt, das ist das Indiz, dass die Beläge verschlissen sind. Geht nicht besser, man kann die Beläge quasi gar nicht abfahren, weil dann merkt man, da stimmt was nicht. Man hat noch ein bisschen Zeit, um zu reagieren, dass man sich neue Beläge montiert. Aber so ist dieses ausgewählte Volumen genau ausgerechnet, dass es einfach den Belagsverschleiß bemerkbar machen kann. Dann nehmen wir die Beläge. In der Serie sind die weiß, die nennen wir dann White Magic Beläge. Und diese Beläge, jetzt muss ich zuerst noch die Kolben zurückdrücken mit dem alten Reifenheber oder auch dem Imbusschlüssel. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und dann nehme ich die Beläge und die werden jetzt so hinten reingedreht. Das heißt, ich lege die rein und kann die so reinmachen. Dann nehme ich noch die Belaghalteschraube. Und diesen O-Ring. Die Idee meines genialen Mitarbeiters André, der irgendwann gemeint hat, lass uns doch einfach einen O-Ring nehmen, habe ich gemeint, das ist super, das machen wir. Da hat noch nie einer dran gedacht. Weißer O-Ring, einfach drauf und die Bremse ist fertig. Entlüftet. Ich sage nur Painless Bleed. Perfekt. Dann haben wir es. Danke fürs Zusehen. Viel Spaß mit der Bremse. Wir können loslegen. Wir sind lagernd. Ihr könnt es einkaufen. Es ist alles an Zubehör dabei. Viel Spaß damit.